wenn die Staatsanwaltschaft in Kenntnis gesetzt wird, sei es durch Anzeige oder aber dadurch, dass sie auf anderem Wege davon erfährt, das kann zum Beispiel aus den Medien sein, und da wurde ja genug drüber geredet, dann muss die Berliner Staatsanwaltschaft, die zuständig ist, hier ermitteln. Ein Ermittlungsverfahren anstreben, überprüfen, ob genügend Verdachtsmomente vorliegen, um hier eine Anklage zu erheben. Das wiederum bedeutet nichts anderes, als dass das für Till Lindemann oder die Band Rammstein im Augenblick gar nicht so verkehrt ist. Denn wenn es hier zu derselben Entscheidung kommt wie in Vilnius, dass die Grundlage nicht gegeben ist für ein Verfahren, würde das Klarheit verschaffen für alle Beteiligten. Nämlich, es kommt zu keinem Verfahren und dann kann die Band überlegen, wie sie mit ihren ethischen Problemen umgeht. Hallo meine lieben Freunde, mein Name ist Chris und wir müssen reden. Und eine Triggerwarnung vorab, es geht in dieselbe Kerbe. Wer also meine Sicht auf Rammstein und die aktuelle Situation rund um die Band nicht mag, der wird auch dieses Mal nicht erfreut sein. Also sei es drum, gib mir den Daumen runter, schreib mir einen bösen Kommentar und lasst los. Für die, die meine Sichtweise hören wollen, hier geht es jetzt darum, was so ein paar Stunden nach dem ersten Konzert in Wankdorf in der Nähe von Bern in der Schweiz los war, wie sich 40.000 Fans von Rammstein gegenüber den 100 angereisten Demonstranten verhalten haben, was wir zu halten haben von Christoph Schneiders hochemotionalem Statement auf Instagram, das ist der Drummer von Rammstein, der sich seine Befindlichkeiten von der Seele geschrieben hat. Außerdem reden wir darüber, was hat es mit den eidesstaatlichen Versicherungen, die man einem Journalisten so entgegengibt, auf sich, was für eine Bedeutung haben die überhaupt eine Relevanz? Und last but not least möchte ich mit euch auch über Universal Music sprechen, denn der Plattenverlag, bei dem Rammstein seit über 30 Jahren unter Vertrag steht, wollte ein Zeichen setzen und aus dem Rufzeichen ist, glaube ich, nichts anderes geworden als ein Fragezeichen. Denn es wirft die Frage auf, inwieweit man eine solche Haltung nicht auch an den Pranger stellen sollte. Denn offensichtlich möchte man hier seine Kechkau nicht wirklich schlachten. Aber dazu kommen wir noch. Fangen wir in Bern an, denn da stieg heute Abend die erste lang ersehnte Rammstein-Nacht im Stadion. 40.000 Zuschauer waren da und das Stadion war ausverkauft. Heute, am Sonntag, wird es dann die zweite Show geben. Auch da sind keine Karten mehr zu haben. Also eins vorab, offensichtlich gibt es eine treue Fanbase bei den Rammstein-Fans auch in der Schweiz, die die Musik ihrer Band hören wollen und die daran festhalten. Und das zeigen die Interviews mit den Beteiligten quer durch die Bank. Einige Sender wie auch Zeitungen in der Schweiz haben Umfragen gemacht, haben mit den Leuten gesprochen und eine Aussage war immer wieder zu hören, solange wie es keinen definitiven Beweis für die Schuld gibt, halten sie zu der Band. Und hier sieht man jetzt eins, und das habe ich beim letzten Mal schon angesprochen, denn hier haben wir jetzt einen Stellvertreterkrieg, der nicht ohne ist. Denn auf der einen Seite, die niemals in ein Rammstein-Konzert gehen würden, laufen jetzt Sturm, sehen die Rechte der Frauen missachtet und wollen generell etwas bewegen. Da geht es ganz wenig um Rammstein oder um Till Lindemann als solches, sondern hier will man ein generelles Zeichen setzen. Und das kann man auch nachvollziehen, denn das steht bei denen auf der Agenda. Die Jusos, die für Gleichberechtigung sind, die das Gender-Sternchen vor sich her tragen, sehen hier eine Chance, sich zu beweisen. Die Jusos in Bern sind nämlich auch die Initiatoren gewesen, die eine Petition ausgelöst haben, 7500 Unterschriften, um das Konzert mal direkt zu canceln. Nun hat man hier ganz klar von Seiten des Veranstalters gesagt, die rechtliche Grundlage ist klar, wir haben einen Vertrag, wir haben eine Band, es spricht nichts dagegen, dass das Konzert stattfindet, es wird stattfinden. Dennoch hat man es versucht. Warum? Weil es Wasser auf die eigenen Mühlen und die eigene Agenda ist. Das muss man verstehen. Die Jusos schicken im Jahr 5 oder 6 Pressemitteilungen ab. So weit stehen sie im Dialog mit der Öffentlichkeit. Alleine zu der aktuellen Sache sind jetzt 3 Pressemitteilungen rausgegangen. Das bedeutet, auch hier nutzt man Rammstein
als Steigbügel, um den Gaul zu reiten, solange wie er derzeit in aller Munde ist. Ja, und auf der anderen Seite hat man die Rammstein-Fans, die sich sehr vorsichtig ausdrücken, denn auch da habe ich volles Verständnis für, wenn ich mit einem Mikrofon oder einer Kamera konfrontiert bin und gefragt werde, wieso gehst du jetzt in ein Rammstein-Konzert, wo doch diese Vorwürfe im Raum stehen, dass ich dann nicht La Paloma pfeifend sage, das ist mir doch alles scheißegal, ich bin hier, weil ich die Musik geil finde und was die mit den Frauen machen, ist mir wurscht. Man versucht dann schon reflektierter damit umzugehen, aber auch da hört man einen Begriff immer und immer und immer wieder. Unschuldsvermutung, bis ein Schuldspruch erfolgt ist, gehe ich mal da selber davon aus, dass da nichts dran ist. Dass das wiederum denen, die mal generell den Opferschutz in Gefahr sehen, die hier ein Victim-Bashing oder Victim-Blaming sehen, nicht schmeckt, kann ich auch nachvollziehen, denn last but not least heißt es von der Seite, warum nimmt man den Täter in Schutz und stellt die Aussage der Opfer in Frage? Nun, das ist Basis unseres Rechtssystems. Leider ist das so, dass man so lange als unschuldig gilt, bis die Schuld erwiesen ist. Und auch der Staat hat die Verpflichtung, da kommen wir noch drauf, die Schuld nachzuweisen. Und niemand, der angeklagt ist, muss seine Unschuld nachweisen. Und ich glaube, wenn man selbst einmal Betroffener wäre, würde man hier heilfroh sein, dass diese Rechtssysteme so greifen. Denn wo kämen wir denn hin, wenn jemand seine Unschuld beweisen müsste? Sowas haben wir in einigen totalitären Systemen. Und dann ist man sehr schnell in einem Rechtssystem, in dem wir alle nicht leben wollen. Aber ich schweife ab, kommen wir zurück zur Schweiz. Das Konzert war ein Erfolg. Die Band hat abgeliefert. Profis genug sind sie, seit über 30 Jahren im Geschäft. Dass aber das Ganze nicht unbeleckt an allen vorbeigegangen ist, möchte ich auch erwähnen. Denn es gibt ein Instagram-Post, was für Aufmerksamkeit gesorgt hat. Und bis dato, ich schaue mal gerade nach, aktuell fast 100.000 Mal geliked wurde. Das Statement stammt von Christoph Schneider, dem Drummer von Rammstein. Und er zeigt, was das Ganze mit der Band macht. Und die Band und Till Lindemann sind ja zwei verschiedene Dinge. Denn auf der einen Seite, und das ist ja auch sehr spannend, ausgelöst wurde das Ganze von Shelby Lynn, die aber explizit gesagt hat, Till habe sie nicht angepackt. Till sei auch, als sie Nein gesagt hat, unverrichteter Dinge abgezogen. Nun steht im Raum, dass aber er jetzt die Zielscheibe ist. Und wie das Ganze auf die Bandmitglieder wirkt und dass es da Diskussionen gibt, das wiederum hat Christoph Schneider in einem Post zusammengefasst, dass ich euch jetzt mal vorlesen möchte. Denn das zeigt auch, dass hier die Leute in der Band sich ihre Gedanken machen und dass das Ganze an denen auch nicht so unbeleckt vorbeigeht und dass man hier auch Rammstein nicht als einen massiven, in sich geschlossenen Backstein sehen darf, sondern dass das sehr wohl Individuen sind, die hier gemeinsam in einer GbR, in einem wirtschaftlichen Unternehmen zusammengefunden haben und seit über 30 Jahren ein Business am Laufen haben. Das muss man sehen. Auf jeden Fall, er schreibt, liebe Leute, ich möchte gerne meine persönlichen Emotionen und Gedanken mit euch teilen. Die Anschuldigungen der letzten Wochen haben uns als Band und mich als Menschen tief erschüttert. Euch Fans sicherlich ebenfalls. Ich fühle mich wie im Schock durch die Dinge, die in den sozialen Medien und der Presse über unseren Sänger geteilt und gedruckt wurden. Dies ist für uns Bandmitglieder und die Crew ein Ab und Auf der Emotionen. Nein, ich glaube nicht, dass etwas strafrechtlich Relevantes, Klammer auf, wie zum Beispiel der Einsatz von K.O.-Tropfen, Klammer zu, passiert ist. Nein, ich glaube nicht, dass etwas Verbotenes vor sich ging, habe so etwas nie beobachtet und habe dergleichen auch von niemandem aus unserer hundertköpfigen Crew gehört. Alles, was ich von Tills Party mitbekommen habe, waren erwachsene Menschen, die miteinander gefeiert haben. Und trotzdem sind anscheinend Dinge passiert, die, wenn auch rechtlich okay, ich persönlich nicht in Ordnung finde. Ein bewegendes Post, was ganz spannend ist, denn A, stehen ja generell mal alle Bandmitglieder unter Verdacht, denn es ging ja immer gegen die Band, dann jetzt explizit gegen
Till und ihre, wie wollen wir sie nennen, die Akquise-Dame aus Russland, die Damen angeblich zugeführt hat. Aber man sieht auch jetzt hier ganz klar drei Dinge, die man aus diesem Post rauslesen kann. Das erste ist die Betroffenheit. Dass also offensichtlich in der Band das Ganze zum Thema gemacht wird. Denn es heißt in einer anderen Aussage von Schneider auch, dass er gesagt hat, Till habe sich schon seit längerem ein wenig aus der Band hinaus bewegt, also aus diesem Gefüge, durch eigene Soloprojekte, durch seine persönliche Entwicklung. Und ich glaube auch, dass man hier zwei Dinge trennen muss, nämlich auf der einen Seite Rammstein als GbR, als Unternehmung, denn die Band ist nichts anderes als eine Zweckgemeinschaft, und auf der anderen Seite Till Lindemann als Gesicht des Ganzen, der jetzt unter Beschuss gerät. Das ist das Erste, was ihn beschäftigt. Das Zweite, was ihn beschäftigt und was in diesem Statement rauskommt, ist, er sagt klipp und klar, ihm persönlich ist nichts aufgefallen. Er war die ganze Zeit dabei und er habe auch nichts gesehen, was strafrechtlich relevant war. Und genau darum geht es ja derzeit mal primär. Denn strafrechtlich bedeutet, es gibt Konsequenzen rechtlicher Natur, wo es um Haftstrafen geht, beziehungsweise um die Verurteilung Einzelner. Und das Dritte ist, dass er es ethisch-moralisch als verwerflich empfindet, wenn es so gewesen sein sollte. Und auch das steht selbstverständlich im Raum. Und auch das muss man trennen. Wenn man hier sagt, ich habe einen anderen Wertekompass und ich persönlich würde so etwas nicht tun und ich lehne das auch persönlich ab, ist das vollkommen legitim. Das war auch generell so. Genauso wie man eine Musikrichtung nicht mag oder eine Kunstrichtung nicht mag, so kann man auch ein Verhalten von einem Menschen anstößig finden. Das ist jedem überlassen. Das war auch bis dato so. Der Umgang mit Frauen kann frauenverachtend sein. Der kann menschenverachtend sein. Er muss aber nicht strafbar sein. Aber genau darum geht es hier zunächst einmal. Denn alles das, was im Raum steht derzeit, hat damit zu tun, dass man unterstellt, es gibt einen Täter. Und einen Täter, der strafbare Handlungen vollzogen hat. Und diese Vorverurteilung, die jetzt da mehr und mehr zugespitzt wird, die sollte man sich etwas genauer anschauen. Denn auch da wird das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Und da werden auch gerade in den Foren von selbsterlernten, selbsternannten, Wikipedia-geschulten Amateurrechtsanwälten ja immer wieder Begriffe in den Raum gestellt wie, ja, die Frauen haben alles staatliche Versicherungen bei den Journalisten abgegeben. Nun, dazu muss man sagen, nach § 160 Strafprozessordnung hat das mit den eidesstaatlichen Versicherungen so eine Bewandtnis, nämlich die können nur von entsprechenden Behörden abgenommen werden. Selbst die Polizei kann keine eidesstaatliche Versicherung abnehmen, geschweige denn Journalisten. Das ist nur ein prozessorientiertes, prozessuales Mittel während einer, sagen wir mal, Gerichtsverhandlung. Auch da ist es dann so, dass eine eidesstaatliche Versicherung bedeutet, ich gebe unter Eid eine Aussage ab und laufe Gefahr, wenn das eine Falschaussage ist, deswegen abgestraft zu werden. Hier sieht die Situation jetzt etwas anders aus. Das bedeutet, wenn hier Menschen anonym nach außen etwas kundgetan haben, dann ist es völlig irrelevant, ob sie das so zu Protokoll geben, auch später in einer Gerichtsverhandlung, oder ob sie das jetzt einem Journalisten gegenüber an Eides statt gesagt haben. Es ist eine Aussage, es ist ein Statement. Und was da im Raum steht, ist was ganz anderes. Und wenn das dann falsch ist, dann ist das nichts anderes als eine falsche Verdächtigung, die wiederum strafbar ist, beziehungsweise eine uneidliche Falschaussage. Denn wenn diese eidesstattliche Versicherung gegenüber einem Journalisten abgegeben wurde, nicht gilt, dann ist es eine uneidliche Falschaussage oder eine falsche Verdächtigung. In beiden Fällen strafbewehrt. Heißt nichts anderes, als dass auch diese Aussagen später als Bumerang zurückkommen, wenn jetzt Frauen zum Beispiel Geschichten erfinden, um hier Till oder der Sache zu schaden. Sollte es hier zu einem Prozess kommen, müssen ohnehin Ross und Reiter genannt werden und dann muss abgewogen werden, selbst in einer 1:1 Geschichte, Aussage gegen Aussage, wem man unter den gegebenen Umständen mehr glauben kann. Und erst dann
wenn es dazu käme, dass man der Seite der Opfer mehr Glauben schenkt als der Seite des vermeintlichen Täters, erst dann käme es zu einer Verurteilung. Aber bevor wir über diesen Prozess reden, reden wir erstmal über das, wo wir aktuell stehen. Und da stehen wir derzeit dabei, dass die Berliner Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren angestrebt hat. Warum? Nun, weil sie nicht anders kann. Das heißt, nach Lage der Dinge, und wenn man in den Medien mal guckt, stellt man fest, es ist nirgendwo davon die Rede, dass eins der vermeintlichen Opfer Anzeige erstattet hat. Muss es auch nicht, wenn die Staatsanwaltschaft in Kenntnis gesetzt wird, sei es durch Anzeige oder aber dadurch, dass sie auf anderem Wege davon erfährt, das kann zum Beispiel aus den Medien sein, und da wurde ja genug drüber geredet, dann muss die Berliner Staatsanwaltschaft, die zuständig ist, hier ermitteln. Ein Ermittlungsverfahren anstreben, überprüfen, ob genügend Verdachtsmomente vorliegen, um hier eine Anklage zu erheben. Das wiederum bedeutet nichts anderes, als dass das für Till Lindemann oder die Band Rammstein im Augenblick gar nicht so verkehrt ist. Denn wenn es hier zu derselben Entscheidung kommt wie in Vilnius, dass die Grundlage nicht gegeben ist für ein Verfahren, würde das Klarheit verschaffen für alle Beteiligten. Nämlich, es kommt zu keinem Verfahren, die Sache ist ruhend gestellt. Und dann kann die Band überlegen, wie sie mit ihren ethischen Problemen umgeht. Ob sie imageorientiert so weitermacht und sagt, wir als Rammstein wissen, dass wir ein gewisses Image haben und dieses Image pflegen. Und da ist es uns auch wichtig im Rahmen dieses Images, dass wir hier die Bad Boys sind. Und da ist es uns relativ wurscht, wenn irgendwelche Vertreter von Vereinigungen sagen, wie ihr mit den Frauen umgeht, finden wir nicht gut. Dann hört euch unter Umständen hier Gospelmusik an. Oder ob man sagt, wir lernen daraus, wir zeigen uns hier einsichtig und wir werden in Zukunft auf die Reihe 0 insgesamt verzichten. Ja, und dann abschließend, ich habe es euch versprochen, reden wir noch ganz kurz über Universal Music. Und da fällt mir dann relativ wenig zu ein. Außer, dass das, was der Verlag da gerade macht, mehr als lächerlich ist. Ihr dürft eins nicht vergessen, seit 30 Jahren verdient Universal Music mit Rammstein gutes Geld. Die sind sehr erfolgreich und alle Platten, alle Musikstücke werden über Universal verlegt. Und jetzt geht man hin an dieser Stelle und gibt ein Statement ab, was, wenn man sich in der Branche ein bisschen auskennt, an dieser Stelle im Grunde genommen nichts wert ist. Denn man sagt nicht, wir lassen unser Engagement ruhen, wir holen Rammstein komplett aus dem Programm, weil wir wollen mit Rammstein kein Geld mehr verdienen und wir sind der Meinung, wir wollen auch Rammstein keine Bühne mehr geben. Nein, man sagt lediglich, wir stellen unsere Marketing- und Promotion-Aktionen ein. Kunststück, im Moment ist keine neue Platte draußen, also was wollen sie promoten? Rammstein ist ein Selbstläufer, das heißt, das, was derzeit verkauft wird, verkauft sich automatisch und sie verdienen kräftig mit. Rammstein ist nach wie vor eine Cash-Cow. Heißt nichts anderes als wasch mich, aber mach mich nicht nass. Wir tun so, als ob wir schwimmen mit in diesem Riesenkanal derer, die sich jetzt ethisch als Vogue bezeichnen. Und wir setzen ein gutes Zeichen. Wir kämpfen für die Rechte derer, die da geschunden sind und denen hier offensichtlich Schlimmes angetan wurde. Aber wir trennen uns von der Band nicht, denn die bringen uns gutes Geld. Ja, und ich glaube, dass genau an dieser Stelle ein ganz klares Signal fehlt. Nämlich dieses zu sagen, hey Freunde, seit 30 Jahren sind wir ein Team. Wir verdienen mit euch, ihr habt in uns einen starken Partner. Und bis hier bewiesen ist, dass irgendjemand irgendetwas getan hat, was strafrechtlich relevant ist, halten wir zu unseren Künstlern. Denn wir sehen uns hier als starke, verlässliche Partner. Nein, bei der erstbesten Sturmböe setzt man hier wie auch immer geachtete Zeichen und verlässt das sinkende Boot. Sollte man mal drüber nachdenken. Ich hoffe, ihr habt an dieser Stelle das Update verinnerlicht. Ich bleibe für euch am Ball, was das betrifft. Wir haben aber auch noch einiges andere im Köcher. Deswegen schaut mal rein, abonniert den Kanal. Und ganz ehrlich, auch das wird mir ja sozusagen als kleinem YouTuber vorgeworfen. Ich reite hier den Gaul Rammstein ja auch und mache mit denen Quote. Nee, nicht ganz so.
es liest mir ein Anliegen. Und ganz ehrlich, ich habe mit Ricarda Lang eine deutlich bessere Quote erreicht als mit Rammstein. Und das ist einfacher, was aber auch keine Kunst ist. In diesem Sinne, genießt den Tag und das Wochenende. Wenn ihr in Bern seid und Karten fürs Konzert habt, genießt die Musik. Wenn nicht, dann genießt das schöne Wetter. Wir hören voneinander. Das ist keine Drohung, das ist ein Versprechen. Ciao for now, euer Chris. Auch das war wieder eine Folge aus Habitat Lebensraum Deutschland. Wenn dir unsere Sichtweise gefällt, dann schau dir hier eine weitere Folge aus unserem Kanal an und vergiss nicht, hier unseren Kanal auch zu abonnieren. Wir freuen uns, wenn du Spuren hinterlässt, denn damit hilfst du uns unglaublich zu wachsen und wir tragen weiter dazu bei, dass dieser Lebensraum Deutschland gestaltet und bewahrt bleibt, so wie wir uns das vorstellen. Denn wir lieben unser Zuhause. Habitat, Lebensraum Deutschland. Klare Kante, weil wir hier zu Hause sind.